Herr Steffen, Sie sind nun seit über 8 Wochen hier. Ich habe Sie zu diesem Gespräch gebeten, weil es bei uns üblich ist, dass ich den Zustand unserer Patienten zur Kenntnis nehme und selbst überprüfe. Herr Steffen, wie geht's Ihnen bei uns? Ganz gut. Sie sind bei Frau Dr. Binder in therapeutischer Behandlung. Wie kommen Sie beide miteinander klar? Ganz gut. Haben Sie das Gefühl, dass sich Ihr Zustand gebessert hat seit Ihrer Einweisung am 23.10.? Ich denke schon. Ja, Herr Steffen. Wir haben eine bipolare Schizophrenie mit einer Kontaktstörung, die immer wieder hysterische und nicht organische Depersonalisierung mit sich bringt, festgestellt. Das hatte einen Therapieplan zur Folge, der Sie einerseits medikamentös auf 3 Dosen Haldol und zur Nacht eine Minimaldosis Zyprexa eingestellt hat. Andererseits eine Therapiesitzung täglich plus Bewegungstraining beinhaltet. Herr Steffen, Sie haben ein Einzelzimmer und Sie suchen, wie ich höre, nie den Kontakt zu anderen Patienten? Nein. Sind Sie mit der Situation hier zufrieden? Ob ich zufrieden bin? Herr Steffen, Sie können ganz offen mit mir reden. Ich kann ganz offen zu Ihnen reden, ja. Sagen Sie alles, was Ihnen auf der Seele liegt. Ich bin nur wegen Ihnen hier. Ich bin nur wegen Ihnen hier. Wie bitte? Ich hasse diesen Laden. Den Geruch, die Stimmen, die Geräusche. Ich hasse die Geräusche. Diese Betulichkeit von Frau Dr. Binder, die mir perfekt vorspielt, dass sie mich versteht, dass sie mir zuhört, dass sie sich für mich interessiert. Ich hasse es. Ich hasse es, in diesem Meer von Schwachsinn Ihnen unterzugehen. Ich bin nicht verrückt. Ich bin wie Sie. Was meinten Sie genau, als Sie sagten, Sie sind nur wegen mir hier? Das müsste Ihnen noch klar sein, wenn Ihre Antennen auf Empfang stehen. Ich verstehe Sie nicht, Herr Steffen. Ich habe Ihr Bild in der Zeitung gesehen. Ich wusste gleich, dass Sie es sind. Schade, dass Sie ausgerechnet eine Klinik führen. Ich wusste, der einzige Weg ist, an Sie ranzukommen, wenn ich mich hier einweisen lasse. Herr Steffen, entschuldigen Sie bitte, aber das ist wirklich Blödsinn. Was meinten Sie, als Sie sagten, an mich heranzukommen? Sie haben schöne Augen. Seit wann haben Sie diese Idee? Nur Sie haben wirklich die Fähigkeit, mich zu sehen. Zu sehen, wer ich wirklich bin. Es geht aber nur, wenn Sie mit diesem Spiel aufhören und mich zu Ihnen reinlassen. Ich werde jetzt Herrn Dr. Stumpf... Nein. Treffen, der bringt Sie dann zurück auf Ihr Zimmer. Doch wir werden diese Sitzung ein andermal fortsetzen. Nein! Ich habe wochenlang auf dieses Treffen gewartet. Ich sehe Sie immer in diesem kleinen Nachthemd, in diesem viel zu kleinen Nachthemd. Sie flüstern mir in mein Ohr ganz weich und sanft. Unsere Zeit ist jetzt leider abgelaufen und ich möchte, dass Sie diesen Raum jetzt selbstständig verlassen. Herr Steffen? Du willst mich loswerden? Lass mich nicht gehen. Ich brauche dich. Angela. Ich rufe jetzt den Dr. Stumpf. Nein! Herr Dr. Stumpf? Angela! Ich dachte, du bist anders! Blöde Psychohexe! Du hast keine Ahnung von mir! Von Menschen überhaupt! So. Jetzt hat sie Angst vor mir. So ist das. Wie alle. Jetzt spielen sie mein Spiel. Auch Frau Dr. Blum. Auch du, Angela, spielst mein Spiel.
Ich werde nie euer Spiel spielen.